Ein und ab in den Urlaub. Mal einen Einzugsmarsch für so einen Urlauber. Zeit gibt es in der Familie Streit bei der Frage, die da heißt, wohin man dieses Jahr verreist. Auch bei uns, das sag ich frei, gibt's jährlich Streiterei. Meine Frau, das ist bekannt, die zieht's ans Wasser, an den Strand, in die Sonne, an das Meer. Disco-Rummel liebt sie sehr, Hulli-Gulli in der Nacht, nächtelang wird durchgemacht. Jedoch ich, das merkt ihr schon, bin die Ruhe in Person, lieb die Berge, lieb die Seen, kann stundenlang nur wandern gehen, steh auf der Alm mit jeder Kuh. Praktisch schon auf du und du. Und da jedoch, das ist der Hit, spielt meine Frau nun gar nicht mit. Deshalb beginnt die Urlaubszeit jedes Jahr mit einem Streit. Und darum sag ich heute ganz kess, Urlaub mache, das ist Stress. Urlaubsziele, hört gut her, die gibt es heute wie Sand am Meer. So hat man jedes Mal die Qual, die Urlaubsbuchungsqual der Wahl. Deshalb fragen wir spontan bei einem Reisebüro an. Von der Fachfrau gut beraten, empfahl sie Urlaubsfahrten. Nach Kreta, Korfu, Ibiza, Lanzarote, Mallorca, Spanien, Belgien, Griechenland, Schwarzwald, Spessart, Nordseestrand, England, Frankreich, Afrika, Schottland, Schweden, Malaga, Dänemark, Italien, Schweiz und nach Ungarn hätte es einen Reiz. Außerdem ist es sehr schön, auch in Finnland an den Seen etwas teuer, das ist klar, ist die Reise nach Amerika, Acapulco und Hawaii, günstiger ist die Türkei. Lange Rede, gar kein Sinn. Wo soll ich mit meinem Frauchen hin? Und deshalb sag ich heute ganz kess, Urlaub mache, das ist Stress. Der neueste Schrei, das ist der Hit. Zu einer Kreuzfahrt musst du mit. Das ganze Volk, das dort an Deck säuft unserer Jugend alles weg. Partytime und Flatrate saufen, das kannst du zum Pauschalpreis kaufen. Bei AIDA, Costa, MSC buchst du puren Stress auf See. Den Spaß bekommst du auch an Land. Die Anbieter sind längst bekannt. 1, 2, Fly und Beckermann zeigt, was man an Land so kann. Ob online oder Katalog, beim Stöbern zieht's dich in den Zug. ITS und Robinson, weiter findet man da schon. Altors, TUI und Himmelreich, Calimera, Magic Life, Jan und Bäckereisen, Thomas Cook, Eltors, Altiana, neuer Look, Aber Opa, Dr. Tickets, FTI, Meyers,
Weltreisen, Ruff und Koni. Sonnenklar TV macht Spaß. Mit Atlas Reisen geht noch was. Der Tour Öger und Club Med und Eierkalt, wenn nichts mehr geht. Ich scher mich nicht, geh kurzerhand zur Fachfrau in das Reiseland. So to say, nevertheless, Urlaub mache, less is Stress. Der Billigflug nach Air Berlin bringt dich günstig hin zum Ziel. Bei Charterflug bleib hier an Ort, denn NetJet bringt dich ganz schnell fort. Beim Airport hier im Kammereck hast du ruckzuck eingecheckt. Bei Flugangst rat ich dir, trink beim Schubeck noch ein Bier. Wer nicht in Elsbach starten kann, entscheidet sich bei Zeiten dann für Frankfurt, Main oder auch Hahn. Zuerst mit Bus, vielleicht der Bahn, Shuttle-Service, Naimi, List, damit man die Heimat nicht vergisst, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, wie kommt man an den Airport dran? Auto, Bringdienst, Zug-Express, Urlaub mache, das ist Stress. Der Urlaub selbst, der fängt so dann mit dem Kofferpacken an. Unterhemden, Unterhosen, Badetücher, kleine, große, Pullis, T-Shirts, Führerschein fliegen in den Koffer rein. Hosen, Socken, 17 Sorten tue ich in den Koffer horten. Bin ich fertig, kommt der Klo. Das Miststück geht jetzt nicht mehr zu. Ich hüpf drauf rum, ich schmeiß mich drauf. Ich mach links zu, rechts geht's auf. Ich hol die Kottel und bind ihn zu. Und denk, jetzt hast du endlich Ruhe. Trag den Koffer 3-4 Schritte. Zack, da reißt die Kottel in der Mitte. Auf dem Boden nicht zum Lachen, liegen wieder alle Sachen. Mich packt die Wut und noch viel schlimmer. Ich dreh den Koffer durch das Zimmer, dass es nur so staubt und funkt. Und bin dann beinahe an dem Punkt, wo ich mich total vergesse, Urlaub mache. Das ist Stress. Wenn kein Flug, dann Autobahn. Meine Frau fängt Fragen an. Ab jetzt geht es im Fahrzeug rund. Meine Alte hält nicht ihren Mund. Schatzi, hast du auch das Geld? Ist das Wasser abgestellt? Hast du auch den Reisewecker, Zahnbeföhn und Eurostecker, Schnorchel, Flossen, Taucherbrille? Hast du denn auch meine Pille? Tabletten gegen Gonorrhoe, Musik, CD und DVD, Würfelbecher, Rummelkarten, Wasserball und Bademassen? Schatzi, hast du Sonnenöl? Hast du auch mein Faltengel? Schatzi, hast du dies und das? Schatzi, macht dir das Fahren noch Spaß? Schatzi, was sind wir denn da? Ist das mit den Zimmern klar? Schatzi, hast du auch die Pest? Urlaub machen. Das ist Stress. Wenn ich einmal im Süden bin, hab ich, und das ist schlimm, oft Probleme mit dem Essen. Meistens kann man es vergessen. Ölig ist es und auch fett. Abends lieg ich dann im Bett, hab Magendruck, der so tut brennen. Dann muss ich schnell zum Natschen rennen. Denn Durchfall hab ich sowieso, die Nacht verbring ich auf dem Klo. Und wenn ich auf dem Kopf dann sitz, träum ich, das ist kein Witz, von einer Rindswurst, von Rouladen, träum von einem Schweinebraten, Gulasch, Schnitzel, Kotelettblende, Hähnchen, Schenken, Pekingente, Frankfurter, Rippchen mit Grau, auf Elsbach, vom Metzgerraum, träum von Blut und
träumt von Fassbier gegen Durst, träumt von einem Steak so dick, träumt von Handkäs mit Musik, den ich eigentlich nicht esse. Urlaub mache, es ist Stress. Urlaub in einem Strandhotel mach ich auch nicht mehr so schnell. Ich hab nach nur einer Woche den Aufenthalt dort abgebrochen. Morgens früh, so ist der Lauf, steht man schon um 4 Uhr auf, geht direkt zum Swimmingpool und reserviert einen Liegestuhl. Das heißt, ihr Leute, passt gut auf, man legt ein Handtuch oben auf. Danach dann, das ist auch bekannt, rennt man schnell noch an den Strand, um sich dort, ihr müsst nicht kichern, einen Sonnenschirm zu sichern. Dann geht man ins Bett zurück, schläft 3 Stunden noch am Stück, klingt so dann, das ist kein Wunder, ruckzuck schnell sein Frühstück runter, denn man will zum Swimmingpool auf seinen reservierten Stuhl. Doch was stellt man fest, oh Schreck, dein Handtuch liegt in einer Ecke und aus dem Stuhl liegt dick und fett ein Holländer, steif wie ein Brett. Und zeigt dir noch, das sind so Dinger, meistert seinen Mittelfinger, lacht dich aus und grinst ganz kess. Urlaub machen, das ist Stress. Den letzten Urlaub doch indessen werd ich nie mehr vergessen. Mein Hotel, ich war am Ende, hatte ziemlich dünne Wände und im Nebenzimmer war ein Flitterwochen-Hochzeitspaar. Und das hat sich in der Nacht stundenlang selbst Spaß gemacht. Für mich war es nicht zu überhören. Es war, als würden Hirsche rühren. Auch hat man sich ganz ungeniert mit Kosenamen tituliert. Mein Schnuckiputz, mein Mausespatz, mein Haselein, mein süßer Schmatz, Zuckerpüppchen, Sonnenschein, kleines wildes Stachelschwein. 14 Nächte ging das so. Zu Hause war ich richtig froh. Mein Blutdruck sagt, wenn ich ihn mess, Urlaub mache, das ist Stress. Einen Urlaub, das ist klar, braucht jeder mal im Jahr. Denn man muss auch mal entspannen von den ganzen Alltagspannen, von der Mühe, von der Last, die du auf der Arbeit hast. Und auch die Frau von Zeit zu Zeit braucht Urlaub von der Hausarbeit. Deshalb freut sich jeder Mann, wenn er sich mal erholen kann. Und ich bin sicher, glaubt mir das, Urlaub mache, das macht Spaß. Hello! Fahren wir dann in Urlaub hin? Die Frage stellt sich unentbehrlich jedem Bürger einmal jährlich. Doch du sagst heut ganz kess, Urlaub mache, das ist Stress. Meine Damen und Herren, der Sommer, naja, naht in ganz kleinen Schritten. Und für so manchen bedeutet Sommerzeit auch Stresszeit. Aber nicht für ihn. Denn seine Lebensabschnittsgefährtin ist in der Reisebranche tätig. Und er braucht sich in Sachen Urlaub um rein gar nichts zu kümmern. Einfach herrlich. Ich darf ihn den Erholungssuchenden vorstellen. Es ist unser Elberatsmitglied und aktiver Frank Stadtwitz. Applaus.
herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Ich hoffe, es war kein Stress. Selbstverständlich für dich hier den Jokus-Programm. Der Hahn ist der Hahn. Der Vater ist in der Kneipe der Hahn. Die Kinder sind bei McDonald's der Hahn. Nur die Mutter, die ist der Hahn der Hahn. Respekt. Da will einer eine Tradition aufrechterhalten. Viele Grüße an den Stefan Vollert. Ich darf Sie bitten, liebe Närrinnen und Erlesen, stimmen Sie mit mir ein auf unseren Vortragenden, auf einen Erholungssuchenden, auf unseren Frank Stanwitz, ein dreifach Dönnes, in Spaß! In Spaß! In Spaß! Frank Hühnert, Schank und Auszugsmarsch für dich. Bis nächste Woche. Mach's gut!